Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in TS Classic. Das wollte ich jetzt nicht. Wir sind heute mit der Class 318 von Armstrong Powerhouse unterwegs. Haben sie ja vor kurzem rausgebracht und das will ich mir natürlich heute mal anschauen. Und wir fahren heute entsprechend mal einen kleinen Shuttle-Service auf der Suburban Glasgow-Strecke. Da spielen die Szenarien, die Armstrong Powerhouse hier mit dem EMU mitbringt. Gut, ich würde sagen, wir machen mal vorbereit hier. So, ABS bestätigen, wir machen die Türen auf und Laden bestätigen, warten hier mal bis GSMA fertig ist. Wir fahren bis Patrick und von Patrick geht es dann wieder retour. Der GSMA ist so gut wie fertig, wir schauen jetzt mal ganz kurz davor, damit wir einen Code haben. 409, okay. Einmal registrieren, wir sind 2V45, was habe ich jetzt gesagt? War das jetzt 409? 409. Dankeschön. Und dann brauchen wir noch die Einstellung fürs B-System. Das wäre Escape 0042. Enter. Patrick, gefunden. Dann brechen wir nochmal das hier. Na komm. Hallo, runter. Dankeschön. Trainlegs brauchen wir nicht. Ansonsten sieht eigentlich alles gut aus. Gut, dann wären wir eigentlich abfahrbereit. Und ich bin froh, wenn wir von dieser Station wegkommen, denn die Umgebung ist hier etwas laut. Und dann natürlich auch den Sound hören hier von dem EMU. Was eigentlich hier noch so schön ist. Sunlights. On, ja, bitte. Auxiliar brauchen wir nicht. Saloon Lights off. Nö. Gegen wir Light Switch. Ach, das ist der hier. Okay. Vestitude Light Switch. Das ist hier drin. Kann man das von hier? Ja, so angedeutet. Gut. Cap Heating. Lass mal aus. Ist warm genug. Wetter ist kacke. So wie auch in echt. Passt ja wunderbar. Wir gehen auf Step 1. Und im Patrick. Highland Siding haben wir 19:50 Uhr. Patrick 10 Uhr. Sollten wir hinbekommen. Sofern nichts dazwischen kommt. Platform Dead ist complete. Wunderbar. Wir hinzu. Na, komm an. Passt. Wir sehen zu und Abfahrt. Na? Achso. DRA. Ganz vergessen. Jetzt aber. Abfahrt. Na, hier ein bisschen mehr Gas geben. Nächster Halt, Bernhill. Bernhill, Bernhill. Bernhill vermutlich. Nicht sicher. Gut. Ich habe nebenbei mal die Seite, das Handbuch und die Wikipedia-Seite von der Class 318 mal aufgemacht, damit ich euch nebenbei ein bisschen was erzählen kann. Währenddessen sollte ich vielleicht mal ein bisschen langsamer werden. Aber nur so ein bisschen. Das ganze Add-on ist ein Standalone. Kostet 24,99 im Pfund. Denn heute werden es ein bisschen mehr sein. Wir haben hier, wie man es halt von Armstrong Powerhouse kennt, mehrere Varianten von der 318 in der Originalfassung und diversen refurbished Varianten. Die Class 318 ist bis heute im Einsatz und wurde mehrmals umgebaut und verbessert. Mal kurz mal konzentrieren, dass ich da sauber anhalte. Ja, die Bremsen sind jetzt schon mal nicht die stärksten. Da muss ich wesentlich früher bremsen.
Oh, Türen auf. Wie stehe ich denn jetzt? Jo. Warum sind die Türen jetzt nicht auf? Jetzt. Oh, die haben sogar so einen Piepston zum Auf. Also wenn sie aufgehen. Ah, wir müssen hier weg von dieser Region. Was auch immer das ist, ob es eine Baustelle ist oder so, es ist zu laut. Gut, Tür zu. Dankeschön. Perfekt. Und Abfahrt. Schnell weg. Nächster Halt. Alexandra Parade. Plattform 1. Gut, was haben wir denn noch? Wir haben 4 unterschiedliche Liveries. Dann haben wir noch 4 unterschiedliche Führerstände, je nachdem, in welchem Verbesserungszustand sie sind. Dann haben wir natürlich Passagieransicht mit korrekter Moquette für die Sitzplätze. Also wenn ich weiß, was das ist, das ist das Muster auf den Sitzen. Engländer haben da so ein Fable drauf, dass das korrekt ist. Dann natürlich, wie man es natürlich kennt, von Armstrong Powerhouse, detailgetreue Sounds im Innenbereich und Außenbereich. Also da werden wir wie immer authentische Sounds haben. Accurate Acceleration in Braking Physics. Also die Beschleunigung und das Bremsen ist soweit realistisch. Und wir haben natürlich das Passenger Information System. Dann, jetzt erstmal neu, haben wir das Draft Glide Manning Agreement System, SMA. Das haben wir jetzt hier in dieser Variante nicht mit drin. Ich habe schon mal ausprobiert. Wir werden, glaube ich, nochmal fahren mit dem SMA. Das ist noch ganz witzig. NRN Feature ist mit dabei in verschiedenen Varianten und GSMA, wie wir es jetzt hier drin haben. Dann natürlich unterschiedliche Operations von der Türsteuerung, also DOO oder halt mit dem Guard. Wheelslip Protection und 6 Szenarien. Soweit erstmal die Features von Armstrong Powerhouse. Na, da vorne ist schon der Halt. Sollte ich mal bremsen? So, stehen bleiben bitte. Wunderbar. Bisschen zu früh. Türen auf und einmal hier. Ja. Muss ich da immer zweimal drücken? Muss ich beim nächsten Halt mal kurz beobachten. Ich meine davon, wir werden bei jeder Station anhalten. Nächster Halt Duke Street. Und ich werde mal ganz kurz Wikipedia nebenbei aufmachen. In OBS sieht das mal unglücklich, wenn ich das mache. So. Zumachen bitte. Perfekt. Und Abfahrt. Ah, schon ein geiler Sound. Das muss man halt Armstrong Powerhouse einfach lassen. Die Sounds sind einfach immer geil. Ich glaube, ich habe bis jetzt noch kein einziges Add-on gehabt von denen, wo ich es gesagt hätte, oh, der Sound ist scheiße. Das habe ich nur bei anderen Herstellern gehabt. Einer mit die zum Beispiel. So. Hier wieder rein. Jetzt ist wieder so laut hier. Ah, wieder zu weit. Okay, wir machen das jetzt nochmal. Release left. Hey, jetzt hat's funktioniert. Vielleicht nicht lange genug gedrückt. Man weiß es nicht. Achso, ich muss ja noch zusätzlich D drücken. Sonst nimmt das nicht. Also, in Service seit dem 29. September 1986 bis jetzt.
hergestellt von British Rail Engineering Limited und gebaut in Holgate Roadworks in York. Wir haben den Namen Pierce Second Generation Mark III und haben die First Generation DMUs ersetzt ursprünglich. Gebaut zwischen 1985 und 1986 und... So, machen wir mal die Tür zu. Wunderbar, jetzt kann es weitergehen. Zum allerersten Mal refurbished sind sie zwischen 2005 und 2007 worden. Das zweite Mal war dann zwischen 2013 und 2017 und das letzte Mal war gerade vor kurzem zwischen 2021 und 2023. Insgesamt gibt es von der Class 318 21 Stück. Und jedes Mal bestehend aus 3 Wagen. Bellgrove, Platform 1. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen zu schnell. Ist ja jetzt nicht so schlimm. Einmal raus hier auf die Strecke. Ein bisschen S-Bahn fahren hier. Das war ein bisschen zu früh. Ja, das mit dem Anhalten, das nehmen wir noch mal ein bisschen. Türen auf. Einmal T. Okay, was haben wir denn noch? Capacity, 216 Personen können da mitfahren, theoretisch. Wir haben Höchstgeschwindigkeit von 90 Meilen pro Stunde. Das sind 145 km/h. Gar nicht mal so langsam. Steht sogar hier drauf. Und die Klasse 18 hat eine Leistung von 1328 PS oder 990 kW. Führen zu. Ich will jedes Mal auf das andere klicken. Wunderbar, Abfahrt. High Street, Plattform 1, nächster Halt. Dann, bezüglich Multiple Unit einsetzen, kannst du natürlich mit anderen Class 318 zusammenarbeiten, was irgendwo logisch ist, und sie kann auch noch mit der Class 320 gekoppelt werden. Aber ich werde mal hier im Szenario nicht sehen, es werden alles 318er sein. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Ich frage mich, ob wir da irgendwo nochmal die Option haben werden, mal richtig Gas geben zu können. Für den Sound. Und wir brauchen noch ein paar sexy Aufnahmen, wie immer. Beziehungsweise, ich will mir auch noch mal das Drehgestell etwas genauer anschauen. So, da haben wir schon mal einen High Street. Okay, das sieht jetzt gar nicht mehr so schlecht aus. Tür auf. Naja. Knapp daneben ist auch vorbei. Ich sehe die Monitore nicht. Okay, Innenansicht. Sieht eigentlich auch wieder gut aus. Kann natürlich nicht sagen, ob das Mokett so passt, aber nachdem es Armstrong Powers ist, gehe ich mal davon aus, dass das, soweit das Richtige, passende ist für das Livery. Wir haben hier drin sogar die funktionierende Anzeige, die jetzt gerade nichts anzeigt. Schön. Ah doch, jetzt, wo wir gerade gewechselt haben. Einmal zumachen bitte.
Wir werden mal in die Passagieransicht reingehen. Werden wir hier losfahren für den Sound. Also das war jetzt mal ein geiler Sound, wie der Transformator da hochgegangen ist, ganz am Anfang. Ja, mega geil. Versuchen wir jetzt hier aus der Ansicht mal richtig anzuhalten. Einfach nur wegen dem Sound. Ist ein bisschen doof, wenn man nichts sieht. Oh, wir sind schon mal auf der Plattform. Aber klingt gut. Gefällt mir. Okay, gehen wir wieder mal vorne rein. Ich will was sehen. So, und ich glaube, ich hätte gerne die Beleuchtung jetzt hier drin. Das Gangway. Wie geht eigentlich das Licht hier an? Das Teil. Oder warte mal, ist die Steuerung für mich hier vorne? Das ist bei Cabin Lights. Okay. Ah, wobei, ich glaube, ich lasse die Gangway an, so als indirektes Licht. Scotrail. Von der Kameraansicht, mal gucken. Wir haben... Oh, ist schon wieder fertig hier. Moment, machen wir schnell die Tür zu und fahren weiter. Wenn wir mit den Kameras hier rumspielen. Und sind zu, wunderbar. Also, einmal mittlere Ansicht. Was haben wir hier? Also, ich muss jetzt First Aid. Okay. Und einmal ganz rechts. Ja, es ist natürlich dunkel, da sieht man natürlich sehr viel. Und dann halt wieder die Fahrerposition. Oh, ich glaube, wir sind jetzt generell ein bisschen unterirdisch unterwegs. U-Bahn lässt grüßen. Ideal für ein Demo-Video, wenn man nichts sieht. Hey, da ist ja mein Kollege. Wir sind doch nicht allein. Der ist sogar doppelt unterwegs. Moin, Kollege. Ah, da bin ich jetzt viel zu langsam rein. So, und das dürfte dann der letzte Tunnel sein fürs Erste. So, bitte anhalten. Gut genug. Einmal bitte einsteigen. Nice. Ich frage mich, warum haben wir hier eigentlich zwei Buttons oder müssen in Realität alle beide zeitgleich gedrückt werden? Nicht nur einer. Das weiß ich jetzt nicht. Okay, ich wollte ja nochmal da auf die linke Seite gucken. Ah, cool. Das ist vermutlich, wie das Licht eingestellt ist. Ja, wie das Licht eingestellt ist. Alles klar. Wir gehen mal auf das hier. Achso,
Tür zu machen, ne? Wäre nur hitverdächtig. Abfahrt. Hoffentlich letzter Tunnel. Gehen wir nochmal hier rein. Ich finde dieses Brummen so geil. Oh, und dann werden wir schon den Patrick. Ah, ich weiß nicht. Es sind so ganz kleine audiotechnische Details. Aber das macht's halt schon aus. Finde ich mega geil. So, Sexy Cam. Noise. Ah ja, genau, Drehgestelle. Gehen wir hier mal kurz ein bisschen ran. Auch wieder schön detailliert. Also so rein von außen kann ich jetzt eigentlich nicht meckern. Sieht gut aus, natürlich. Was ist mit dem besseren Wetter natürlich ein bisschen geiler zum Gucken. So, Endhalt. Und dann müssen wir in irgendeinen Loop reinfahren. Und wieder in Patrick rein. Werden wir gleich sehen, wie das läuft. Yay, Schlechtwetter. Es regnet. Also ich höre den Regen, aber ich sehe keinen Regen. Auch interessant. Oder war das dieser Bach, wo wir jetzt drüber gefahren sind? Vorne noch. Okay, weit genug. Wir machen auf. Und werden unseren Destination Code mal anpassen. Dazu muss man schon das Handbuch aufmachen, wenn ich den Code jetzt nicht auswendig weiß. Wo sind die Codes im Handbuch? Handbuch, ach da. Okay. Wir fahren zurück nach, wird es geheißen, Springburn. Aber jetzt erstmal, sorry, not in service. Oh, das sind die falschen Codes. Ach da. 0050. You will now run ECS to Highland Loop as 5V52. Variable change ends and head back to Patrick 2 from 2V52. Springburn, don't forget to re-register GSM. If the host got 5V52. Okay, das machen wir jetzt mal schnell. Confirm the register. Yes. Also 5. Das war schon falsch. 5V52 2 497 497. Okay. Und hier 050. Not in service fürs erste. That passed. Türen bitte wieder zu. Mal kurz Gesundheit. Es ist not in service. Was steht jetzt hier drin?
Kommt da auch noch irgendwas? Wie, keine Ahnung, alle aussteigen oder sowas? Scheint nicht der Fall zu sein. Gut. Jetzt ist die Frage, Highland Siding, ist das vor uns oder hinter uns? Das ist vor uns. Um 10 Uhr soll mal wieder da sein. Mal kurz schauen, ob das vielleicht was zum Tappen ist. Wir sind da. Und hier rauf, da wäre eigentlich frei. Ah ne, wir fahren dann darüber. Ich glaube, wir warten hier noch einen kleinen Moment. Wie sieht es denn aus mit den Fenstern? Können wir die aufmachen? Oh ja. Okay, weiter runter geht nicht. Da kommt der Kollege. Kann ich jetzt raus? Nee, macht er nicht. So geht's auch nicht. Schade, schade, schade. So, er fährt jetzt leider. Muss ich auf noch einen warten? Gute Frage. Bis mal mit Tab. Genehmigung zu überfahren des Haltzeigensignals erteilt. Ich weiß ja nicht. Also wir müssten dann hier rüber. Aber gut, wenn er sagt, Haltzeigen überfahren, machen wir das mal. Uhr. Hm. Ich denke mal, das war zu früh. Warum? Da ist eine Milchkanne auf dem Boden. Ach, warte mal. Das war doch dieser Szenario-Platzhalter hier. Ah, oh, ich. Na, nicht, dass ich es jetzt kaputt gemacht habe. Das wäre jetzt gerade ein bisschen dämlich. Das heißt, ich kann es mal mit Tappen probieren. Er lässt mich drüber fahren. Oh ja, okay. Bitte lass keine KI reinrauschen, nämlich bitte. So, da haben wir die Weiche.
Okay, so wie es aussieht, sind wir hier jetzt erstmal unfallfrei reingekommen. Ich bin stolz auf mich. Kommen wir hier noch ein bisschen vor. Wunderbar. Sehr gut. Okay, ich würde sagen, bei dem Szenario machen wir hier mal kurz Schluss, zurückfahren. Da besparen wir uns, wir kennen jetzt gerade den Part. Ich würde aber ein anderes... Oh, 320. Das wäre der andere Kollege, mit dem man gucken könnte. Road back to Patrick, remember to Regis to chase him again. Und 5-7. Ja, das wissen wir. Okay, nee, wir machen kurz ein anderes Szenario, dann zeige ich euch auch hier nochmal ein anderes Livery, was mit dem Ganzen mitkommt. Und dann werden wir hier mal ein bisschen schneller fahren. Schauen mal, wie hier der Sound so ist. Und ja, sehen wir nochmal weiter. Also, kleiner Cut für euch. Gleich geht's weiter. So, liebe Leute, da waren wir jetzt in ein anderes Szenario, auch mit einem anderen Livery, SPT. Und hört's mal kurz hin. Also es ist da und jetzt wieder der Kompressor. Ah, die Sounds sind halt einfach geil. Okay, wir machen mal unsere Unit soweit bereit. Und wir haben jetzt auch hier den GSMR-Vorfahren quasi. Wir gehen mal einmal so. So, auf Forward, Area Not Set. Machen wir ganz kurz die Türen auf. Release. Okay, Area Code. Mal ganz kurz nachschauen. Wir sind Area 71, Area 71 und Sternchen. Na? 71, okay. Setup. Wir sind hier bei 644, sprich 0644. Sternchen. Perfekt. Und da werden wir registriert. Man sieht jetzt auch hier, wenn der Führerstand sieht jetzt etwas anders aus. Machen wir mal die Lichter an. Und machen hier die Taillights aus. Markerlights machen wir an. Ansonsten glaube ich, das machen wir auch weg. Sind wir vorbereitet? Hinten. Oh, wir müssen noch einen Destination Code eingeben. Das war einmal jetzt hier so. Falsch rum. So hier rein. Destination Code war 0001. Okay. 1, 2, 3, 1. Okay. Perfekt. Falsche Richtung. Und dann passt auch das. Okay. Einmal F Klein. Und bei dem Szenario sollten wir auch mal ein bisschen schneller fahren können. Mal schauen, ob hier die Türen von selber zugehen. Ja. Wunderbar. Abfahrt. Wo ist eigentlich hier der Buzzer-Button? Door Controls, Pantograph, AWS Reset. Ah, hier. Und weil wir ein neues Livery haben, schauen wir hier auch mal rein. Auch wieder ganz anderes Markett hier.
Hat auch was. Ich glaube, das gefällt mir sogar ein bisschen besser als das andere. Und wenn wir dann hier gleich auf die 40 kommen, will ich mal schauen, ob hier das Sound auch soweit gleich ist. Ja. Das klingt einfach geil. So, 40. Kann mich jetzt täuschen, aber ich glaube, hier ist jetzt irgendwie das Motorgeräusch lauter gewesen im Passagierraum. Oh, die Frames sind gerade nicht die besten hier. Ah, da hinten 60. Wunderbar. Das ist doch eine schöne Strecke hier. Ja, vor langer Zeit gab es hier mal einen zweiten Bahnsteig. Perfekt. Hey, das passt sogar sehr gut. Sind die Türen jetzt hier auch aufgegangen? Ja, wunderbar. Oh, da hinten ist noch eine andere Strecke. Mal kurz auf der Karte gucken. Die teilt sich da und geht ganz woanders hin. Und kommt da vorne dann wieder zusammen. Ah, diese kleinen Geräusche hier. Na? Abfahrt. Die alte Signalbox hier. Die dürft ihr wohl nichts mehr machen. Oh, da ging es auch mal. Ah, wobei, ich glaube, das sind einfach nur Abstellgleise hier. Ehemalige. Aber das dürfte auch mal größer gewesen sein hier, so vom Damm aus zu beurteilen. So, ob hier ist 60, das werden wir uns mal hier gleich mal anhören, wie das so klingt. Der ist gerade schon was. Gut. Ja, da war bestimmt eine Pfeiftafel, die ich jetzt nicht gesehen habe, oder? Nee.
Meint ihr, auf dem Abschnitt hat es Pfeiftafeln? Stichwort Pfeifen. Wir könnten eigentlich mal ganz kurz schauen, wie hoch und tief hier drin ist. Ja, da glaube ich, kann man nicht meckern. Standardhorn. Ja, da, Pfeiftafel. Und die nächste. Ach, in England die Bahnübergänge, die sind schon teilweise schmerzbefreit. Auch mal pfeifen. Oh, das ist sogar noch ein alter gewesen. Ja, also die Performance mag mich hier auf der Karte gerade irgendwie nicht so sehr. Hat immer wieder so kleine Ruckler. Schau die. Oh, anhalten bitte. Dankeschön. Naja, passt perfekt. Tür auf. Okay, liebe Leute, ich würde sagen, das war's erstmal für die Testfahrt. Also, ich bin überzeugt von der 318. Ich werde auf alle Fälle mit der nochmal ein bisschen rumdüsen. Stehe einfach auf diese Fahrzeuge. Kann auch das 317er Pack nur empfehlen. 318, ich meine, klar, rein von der Bauart kein ganz großer Unterschied. Aber gut, dass wir da von Amstel Powerhouse ein bisschen mehr für das ganze Set hier haben. Ja, doch, für das, was sie verlangen, super Arbeit. Vor allem der Sound, und das ist eines der wichtigsten Sachen, wenn man hier im Zugsimulator unterwegs ist, weil wenn der Sound einfach kacke ist, kann das Modell noch so schön sein, aber dann macht es halt einfach keinen Spaß. Und der ist hier auf jeden Fall gelungen. Was ist denn eure Meinung zu der Class 318? Werdet ihr euch die holen? Wenn ja, schreibt es mal rein. Bis dahin wünsche ich euch noch gute Fahrt. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.